Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. In der letzten Folge sind wir von Rostock nach Kiel gefahren und deswegen starten wir heute auch wieder von Kiel. Und weil wir auch mal neue Orte erkunden wollen, würde ich sagen, wir fahren nach Osnabrück. Spielzeug. Spielzeug klingt doch toll. Spielzeug für kleine Kinder in Osnabrück. Das ist doch herrlich. Wir, ja, für Stokes Cell Plan fahren wir mal von Kiel nach Osnabrück. Warum nicht? Nehmen wir. Immer. Ah, jetzt geht's los. Cool. Hallo Spiel? Danke. Geht's los? Gib mal was für die Zeit. So, da sind wir. Wir starten die Motoren. Und sitzen in einem Volvo. Sehr schick. Ja, Stokes ist die Firma. Und dann geht's los, würde ich sagen. Eine neue Runde Euro Truck Simulator. Oh, das schaffen wir nicht. Haben wir da immer schön verschätzt zum Anfang. Auch schön. So, das schaffen wir aber. Herrlich. Ja, Mensch. So, da vorne ist rot. Wir müssen geradeaus und fahren 5 Stunden 34 Minuten. Ich wollte gerade sagen, bei der Rotphase fahren wir bestimmt 6 Stunden, aber es geht schon wieder weiter. Mal schauen, wie lange noch unser Tank hält. 811 Kilometer. Wie viel sind es? 344. Das sollte reichen. Dann müssen wir nicht mal tanken. Ist das nicht schön? So. Hier ist 90. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, geht's auch gleich auf die Autobahn, so wie das aussieht. Da vorne scheint eine Ampel zu sein, jawohl. Vielen Dank den Kollegen, der da vorne gebremst hat. Nee, nicht rückwärts gegangen. So. Ja. Dann müssen wir mal irgendwann rüber auf die linke Spur. Das machen wir jetzt gleich. So. Sehr schick. Blinker setzen. Ja, ich bin aktuell auch wieder in dem Genuss, Auto fahren zu dürfen. Ich bin heute, nicht heute, am Wochenende, am Sonntag bin ich mit dem Auto gefahren zu mir in meine Wohnung. Und, oh, da haben wir gleich mal ganz frivol die Spur gewechselt im Abbiegen. Das macht man normalerweise eigentlich auch nicht, aber na gut. So, auf der A215 sind wir gerade, so wie das aussieht. Oder kommen wir auf jeden Fall gleich. Der Wagen zieht ordentlich, ne? Der hat ganz schön Power, so wie das aussieht. Finde ich aber auch gut. So. Ach so, nach wie vor ist Tempomat nicht mittlere Maustaste, sondern vermutlich C. C ist es. Ich bleib mal auf der mittleren Spur, weil die rechte liegt nämlich gleich ab Richtung Dänemark. Und dahin wollen wir ja nicht. Von daher verstoße ich mal kurz für das Rechtsfahrgebot. Rechtsfahrgebot. Ja, also Leute, Autofahren macht Spaß. Wenn ihr einen Führerschein habt oder ihn noch machen wollt, macht ihn auf jeden Fall erst zum einen. Zum einen kann es super wichtig werden für euer Berufsleben, weil Führerschein ist in sehr vielen Berufen eigentlich ein Muss und damit auch ein Riesenvorteil, wenn du ihn hast. Und im besten Fall, so wie ich jetzt, 3 Jahre lang Auto gefahren, bisher ohne Unfall. Hat schon was. Gestern beim Einparken habe ich leider einen kleinen Holzpfeiler mitgenommen, aber da, also angeditscht. Der Pfeiler steht noch, mein Wagen ist auch unbeschädigt. Ja, und was es für Idioten gibt auf deutschen Straßen, ne? Alter Schwede. Davon kann ich mittlerweile ein Lied singen von meinen 3 Jahren, die ich jetzt Erfahrung habe im Autofahren. Also gestern wieder auf der Autobahn. Nee, vorgestern, Sonntag bin ich
hierher gefahren, genau, Sonntag, alter Schwede. Das siehst du auch sonst nirgendwo. Also was für Idioten auf der Autobahn unterwegs sind, das ist echt heftig. Kann ich zu sehen, also ich bin gefahren, ne? Bin die Autobahn lang getuddert, ungefähr eine Stunde insgesamt habe ich nur, also habe ich nur Fahrzeit sozusagen von meinen Eltern bis zu mir. Und bin dann Autobahn gefahren und also vor mir auf der, also ich war in der mittleren Spur, auf der rechten Spur war ein LKW, ein LKW und dahinter ein Auto, ne? Ein Audi. Ich dachte so, komm, lässt du mal den Audi den LKW überholen, bevor ich selbst dran vorbeiziehe, weil war relativ dichter Verkehr und so. Bist mal nett, dachte ich mir. Habe ein bisschen abgebremst, habe ihm gezeigt, dass er also überholen kann, wollte aber anscheinend nicht. Okay, bin ich wieder auf 130 beschleunigt, ne, fahre so. Und im letzten Moment zieht der Idiot auf die mittlere Spur, ohne zu blinken. Ich hatte vielleicht irgendwie noch einen Meter Abstand zu ihm, als er denn auf meiner Spur war. Ich bin fast ausgerastet, ey, ganz ehrlich. Das finde ich so schlimm, was es für Deppen gibt manchmal. Wir müssen hier rechts ab. Das ist echt heftig. Nehme mein Tempomat wieder raus. So. Und fahren jetzt Richtung Osnabrück. War hier eine Dings? Ein Blitzer? Hab ich gar nicht gesehen. Strange. Naja. Naja, na gut. Der Wagen ist echt geil, ne? Der zieht ordentlich, der bremst ordentlich. Not so bad, Volvo. So, jetzt ziehen wir rüber. Hinter uns kommt nämlich niemand, weil hier rechts wieder eine Autobahnabfahrt nach Hamburg abgeht. Jetzt mal eine Frage an euch. Habt ihr solche Autobahnabfahrten schon mal gesehen? Wo einfach die komplette rechte Spur verschwindet? Ich finde das nämlich, also ich habe das noch nie gesehen vorher, nur in diesem Spiel. Ich bin jetzt auch schon vier Autobahnen gefahren. Das war jetzt mehr so in meinem Bereich halt. Also im Osten Deutschlands, aber ich habe das noch nie gesehen, dass bei einer Abfahrt eine rechte Spur verschwindet. Außer vielleicht mal in der Stadt oder so, aber auf normalen Autobahnen. Also nicht auf Stadtautobahnen, nicht so wie in Berlin zum Beispiel. Finde ich schon heftig. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass, jetzt natürlich nicht geschafft habe, alle Folgen, die jetzt am Wochenende ausgefallen sind, nachzuholen. Das schaffe ich auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall kommt heute planmäßig Euro Truck Simulator und FIFA. Wir machen ein bisschen Elefantenrennen hier. Und überholen den Kollegen mal ganz kurz. Genau, also heute am Dienstag kommt ganz regelmäßig diese Folge und noch eine Folge FIFA. Da steht ja unser erstes Bundesligaspiel an. Da bin ich auch sehr gespannt, wie wir uns da schlagen. Während wir hier die A1 runterbrettern Richtung Süden. BZW Richtung Westen. Südwesten. So, den Bus kriegen wir eigentlich, oder? Ich komme auf jeden Fall näher. Sieht gut aus. Klar, es ist Elefantenrennen. Ich hasse sowas auch auf deutschen Autobahnen, wenn LKWs versuchen, LKWs oder Busse zu überholen. Ich finde das schrecklich. Wir gehen mal davon aus, dass wir nicht parken müssen. Von daher, nicht parken, nicht tanken, meine ich. Von daher fahren wir mal einfach weiter und wir vermutlich unsere erste Nachtfahrt, also ein bisschen Nacht, so wie es aussieht. Wir haben es jetzt 19:45 Uhr und es wird so langsam dunkel. Ich ziehe mal wieder rechts rüber, das ist ja unter aller Sau hier. Machen wir mal Licht an. So. Ich meine, also das ist Standlicht hier, das ist Cockpitlicht, geht auch dabei an. Wenn man nochmal L drückt, ist halt das ganz normale Licht draußen am Auto. Wie man es so kennt. So, Tempomat wieder rein und entspannt fahren. Herrlich. Unsere kleine Fahrt von Kiel nach Osnabrück. Spielzeug. Ich glaube, dass der Wagen so zieht, liegt auch daran, dass wir ja nur 9 Tonnen hinten drauf haben. Was auch relativ wenig ist. Man kann ja bis zu. Oh Gott, das ist ja fast ein Unfall hier. Aber ich bin noch rübergezogen, bevor er kam, ne? Also alles planmäßig und regulär. Hier rechts geht's Richtung Leipzig und Magdeburg. Während die Frames ein bisschen einbrechen wegen sehr viel Verkehr. Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Das sieht man zum Glück in der gerenderten Version auch nicht mehr so stark. Apropos gerenderte Version, ich war ganz erstaunt, wie gut
meine FIFA 13 Videos aussehen im Gegensatz zu meinem Spielerlebnis. Also, ich muss echt sagen, FIFA 13 auf meinem Laptop läuft alles andere als flüssig und schon gar nicht, wenn ich aufnehme. Aber die gerenderte Version sieht echt nicht schlecht aus. Scheibenwischer VP, wir haben, guck mal, Regen und Abenddämmerung. Das ist doch mal herrlich. Wären wir gerade eben auf der rechten Spur fast überholt worden, aber wie gesagt, ich fahre jetzt mittlere Spur, sonst müsste ich alle 10 Sekunden wieder wechseln, weil ja andauernd Abfahrten sind. Hier geht's Richtung Bremen. Wir fahren aber nach Osnabrück. Oh, ich hoffe, das macht der PC. Ich hoffe, das macht der PC mit Regen, viel Verkehr und dennoch ja, Sonnenuntergang. Oh, ist das beim Blinken gerade ein bisschen ausgesetzt. Aber na gut. Ja, klappt alles. Hier geht's Richtung Holland, Gröningen und Amsterdam. So, jetzt mal wieder in die Mitte. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich Spielsort nicht nur auf dem rechten Ohr habe. Das macht mich ganz wuschig. Leider kann ich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, die Software für mein Headset auf meinem PC nicht downloaden. Da sagt mir die Seite von Logitech immer, die Version ist nicht mit ihrem PC kompatibel. Egal, ob ich jetzt 32-Bit oder halt 64-Bit runterlade. Ich habe Windows 7, ne? Aber beide unterschiedliche Bit-Versionen sind mit meinem Rechner nicht kompatibel aus irgendeinem Grund. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß es wirklich nicht. Das macht mich ein bisschen traurig. Ah, Kava-Abblendlicht, okay. Schön, das weiß ich alles noch zum Glück. Ja, mal schauen, ob ich das noch irgendwie hinkriege, dass ich auch wirklich mal auf beiden Ohren Spielsound habe. Weil ich habe schon ein kleines Ohrproblem sozusagen. Und dann immer nur Sound auf dem rechten Ohr zu haben, macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Weil dann halt das rechte Ohr natürlich noch mehr belastet wird als das linke. Also ist dann ungleichmäßig die Belastung. Und dann kommt es ab und zu vor, dass ich eines Morgens aufstehe und fast taub bin. Wegen meinem kleinen Ohrproblem. Was sich aber zum Glück relativ schnell wieder beheben lässt. Trotzdem ist es nicht schön, taub aufzuwachen. Oder jedenfalls, sagen wir es mal, eingeschränkt von der Hörfähigkeit her aufzuwachen. Das mag ich nicht. Jetzt sind wir wieder in die mittlere Spur, weil da vorne geht es nämlich eine ganz kuriose Gegend, dann nämlich vier rote Xe. Da hört das Spiel einfach auf, sozusagen. Finde ich auch schön. Auf dem Navi sehe ich schon mein Ziel, jetzt sind wir schon fast da, ja? Krass. Das kam mir jetzt gar nicht allzu lang vor. Also auf dem Navi jetzt hier nicht unten rechts das HUD, sondern das Navi, was in meinem LKW eingebaut ist. Da sehe ich schon die kleine Zielfahne. Das ist ja erquickend. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin so ein Freund von alten Wörtern. Oder von ungebräuchlichen Wörtern, sowas wie frivol, fesch. Ja, erquickend, was ich alles so sage. Wenn ich Let's Playe, ist echt famos. So, wir haben konstante 18 Frames. Herrlich. Ja, das ist doch ein Hochleistungs-Laptop. Das ist so richtig schön. So, wir ziehen den mal rechts rüber. Bremse mal ein bisschen. 14 Frames. 10. Angst. So, und hier ziehen wir denn links. Wir ziehen nicht, wir biegen links ab. Komm schon, schaffst du. Jawohl. Sehr gut. Am besten vorne den Wagen zu rammen. Sehr schön. Fein, Jonas, fein. Ja, auch mal eine etwas andere Autobahnabfahrt, aber sehr schön gemacht. Wie gesagt, ich mag dieses Spiel sehr. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Bis auf die kleinen Makel, die ich mal in der ersten Folge angesprochen habe. Aber das wird mich nicht daran hindern, es weiter zu Let's Playen. Ich fahre ein bisschen schnell. Wenn die 60 in meinem Navi wirklich stimmen, was ich ja nicht glaube, aber
Hier schon mal Überholverbot. Auch nett, gerade für die, die hinter uns fahren. Die armen Leute. Kaum von Autobahn runter und kein Verkehr, haben wir schon wieder 25 Frames. Trotz Regen. Nicht schlecht. So, und hier biegen wir ab nach Osnabrück. Jo, auch das ohne irgendwo anzuecken. Zwar mit kurzen Fahranteilen auf der Gegenspur, aber hat niemanden gestört. Polizei ist auch gerade nicht da. Gibt's, glaube ich, auch gar nicht im Spiel. So, und Osnabrück. Herzlich willkommen. So, wir machen wieder unsere provisorische neue Navi-Ansicht. Da vorne ist Kreisverkehr. Der erste im Let's Play. Cool. Ich mag Kreisverkehre. Wir fahren einfach mal, ne? Ja, sehr schön. Oh, da war ein Blitz. Ein Gewitter. In Neuss. Kennt das jemand? Bestimmt kennt das irgendwer. In Neuss. Kein Gewitter. Diese gute alte Verarsche von dieser alten Oma. Also, die Polizei wurde ja verarscht, aber mit Hilfe einer alten Oma. Und da sind wir da. Wir versuchen das noch irgendwie so einigermaßen so hinzustellen, dass es passt. Was natürlich wie immer nicht gelingt. So soll es reichen. Und da sind wir auch schon. Wir haben das natürlich ausgezeichnet gemacht, ja, wie wir schon erwartet haben. Und sind Level 2. Jetzt hat sich wohl jedem dieser Folge noch einen Fähigkeitenpunkt. Und das machen wir für... Ich würde sagen, für Just-in-Time-Lieferungen. Ja. Damit können wir jetzt wichtige und dringende Fahrten abschließen. Und mit einem Guthaben von 14.759 Euro auf unserer... auf unserem Bankkonto verabschiede ich mich für diese Folge von euch. Wünsche euch einen schönen Dienstag, einen schönen Start in diese Woche. Und ja, bis dahin. Tschüssi.